Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich das erste Bambi des heutigen Abends überreichen darf. Und noch mehr freue ich mich darüber, dass dieses erste Bambi für den Gewinner eine komplette Überraschung ist. Überraschungen sind ja ein bisschen mein Metier, solange ich im Fernsehen zu Hause bin. Insofern fühle ich mich da sehr wohl. Aber ich muss auch sagen, am heutigen Abend habe ich so ein ganz leichtes, schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, er wird mir es nachsehen, denn dieses Bambi ist mehr als verdient. Und heute Abend machen wir ein paar Sachen ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Denn wir beginnen mit einem Bambi, der sonst immer eher zum Ende einer Preisverleihung kommt. Mit dem Bambi fürs Lebenswerk, meine Damen und Herren. Und wir sind in Baden-Baden. Und ich möchte die Frage stellen, was wäre aus ihm geworden, wenn er nicht in Rastatt vom Gymnasium geflogen wäre und daraufhin in Baden-Baden die Schule besuchen musste? Was wäre aus ihm geworden, wenn er sein Abitur bestanden hätte? Wir alle sollten dankbar sein, dass es nicht so weit gekommen ist, denn dann hätten wir vielleicht alle einen der kreativsten Menschen im deutschen Fernsehen niemals kennengelernt. Und ich möchte Ihnen jetzt erst verraten, wer der Lebenswerkpreisträger in diesem Jahr ist. Und dann möchte ich natürlich noch ein paar besonderes lobende Worte über ihn sagen. Meine Damen und Herren, der Bambi-Lebenswerk dieses Jahr hier in seiner Heimatstadt geht an den einzigartigen Frank Elstner. Und mein lieber Frank, ich möchte dich so gerne jetzt schon mit auf die Bühne nehmen, Mein lieber Freund, ja, das hast du dir über diese vielen, vielen Jahre hart erarbeitet und umso mehr verdient. Und du sollst diesen Moment genießen. Gerade weil es ja eine Überraschung ist, ich muss es wirklich an dieser Stelle einmal explizit sagen, ich halte das sogar für einen kleinen Skandal. Keiner von Ihnen wird das erwarten, was ich jetzt sage, aber Frank Elstner hat in seinem langen Fernsehleben erst einen einzigen Bambi bekommen, das war 1981 und den auch gar nicht als Person, sondern für Wetten, dass. Ja, und das ist natürlich mehr als verdient, aber dass du noch nie ausgezeichnet wurdest mit diesem besonderen Preis, das mussten wir einfach ändern, das ist heute der Fall. Ja? Also ich bin sehr dankbar dem Hause Burda. Lass mich aber noch sagen, für mich ist das eine wahnsinnige Überraschung. Meine Frau, die sonst immer alles spürt, was auf einen zukommt, hat auch nichts gesagt. Also, sie musste auch nichts. Ihr habt mich erwischt. Ja, wir haben dich erwischt und das freut uns sehr. Frank, wir haben dir so viele wunderbare Fernsehmomente zu verdanken. Wir haben dir so viele besondere Sendungen zu verdanken. Du hast viele tolle Sendungen moderiert. Ich denke da an Spiel ohne Grenzen, an die Montagsmaler, an die stillen Stars, wo du die Nobelpreisträger interviewt hast, die dir immer so wichtig waren. Aber du hast auch so viele tolle Sendungen erfunden. Nase vorn, aber hallo. Die Menschensendung, die ist ja heute noch traditionell immer am Ende des Jahres als Rückblick gibt. Und ganz besonders natürlich eins, für die wir dir alle dankbar sind, Wetten, dass. Deine große Erfindung, ja, und da sind Generationen mit groß geworden, das war immer Lagerfeuerfernsehen. Ich habe dich als Kind immer schon im Fernsehen bewundert. Ich war unglaublich stolz, als du irgendwann zu mir kamst und gesagt hast, mein Kollege Kai, schön dich zu sehen. Ja, und da habe ich mir ein bisschen was drauf eingebildet. Aber heute geht es nur um dich. Und du bist jemand, der immer alles dafür getan hat, dass es seinen Gästen gut geht, dass sich jeder wohlfühlt um einen herum. Und wenn es einen Menschen gibt, der diesen Bambi fürs Lebenswerk verdient hat, dann bist du das. Und du hast eines ja bereits bewiesen,
eine Lebenswerk-Auszeichnung ist ja noch lange kein Anlass für dich, dich zur Ruhe zu setzen. Ja? Und ich hoffe, dass du das auch jetzt nicht tun wirst. Ja? Was für ein Jahr. Erst den Newcomer-Preis für deine YouTube-Talkshow, jetzt den Bambi fürs Lebenswerk, für dein legendäres Lebenswerk. Lieber Frank, herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. Aber lass mich auch einmal jetzt, Danke sagen. Jetzt darfst du Danke sagen. Aber das musste gesagt werden. Also, ich glaube, auch er hat einen Bambi verdient für die netteste Laudatio, die ich in meinem Leben bekommen habe. Das zeigt also, dass wir Kollegen durchaus auch zusammenhalten. Und ich muss sagen, es erwischt mich tatsächlich, ich habe damit nie gerechnet. Ich möchte mich beim Haus Burda ganz herzlich bedanken für diese Auszeichnung. Und ich bin platt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich besonders freue, dass meine Frau mich anlacht, obwohl sie mir nachher wieder erzählt, die Hose war zu lang. Und aber pass du ruhig weiter auf mich auf, dann geht's noch ein bisschen. Ja. Vielen Dank. Und lieber Frank, dass du nicht nur uns allen so viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hast, sondern ja auch die Karrieren vieler Kollegen entscheidend mitbestimmt hast. Du hast Günther Jauch damals seine Menschensendung übergeben, die es noch heute gibt. Und du hast Thomas Gottschalk Wetten, das anvertraut. Ja, und du hast es eben gesagt, wir Kollegen, wir verstehen uns viel, viel besser, als manch einer glaubt. Ja, und deswegen bekommst du deinen Bambi jetzt auch aus ganz besonderen Händen. Ja, er würde vielleicht sogar als Miss Bambi durchgehen, aber heute ist er der größte Showmaster neben dir. Thomas Gottschalk! Bitte, bitte. Lustig. Mein Lieber. Frank, der Kai hat es gerade gesagt, viele Menschen verdanken dir tolle Fernsehmomente. Ich verdanke dir meine Karriere. Und Dankbarkeit ist ja ein Wort, das man in unseren Kreisen nicht so oft hört. Immer wenn ich dich sehe, spüre ich diese Dankbarkeit. Und ich muss sagen, ich habe ja im Fernsehen eines oder anderes anders gemacht als du. Aber als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ. Ein toller Typ, ein toller Mensch, ein wunderbarer Kollege. Ich halte das für dich, wenn es euch geht. Will ich aber jetzt auch noch dem Thomas ganz herzlich Dankeschön sagen. Der Thomas redet seit 20 Jahren nur gut von mir. Und ich bin so begeistert, dass er mir tatsächlich diesen Bambi hier überreicht. Wenn ich auch ein klein bisschen zittere, Sie haben ja in der Zwischenzeit gehört, dass ich da so eine kleine Krankheit bekommen habe. Solange die mich auf eine Bühne führt, wo ich Bambis kriege, ist sie mir schnurzegal. So, meine Damen und Herren, der erste Preisträger, ein Überraschungspreisträger der Bambi-Verleihung 2019. Frank Elstner wird mit dem Bambi für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Vielen Dank. Thomas Gottschalk. Dankeschön. Thank you.